vorstellen? Also lieber ohne Name. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und arbeite als Krankenpfleger in einem Krankenhaus. Genau, ich bin Soldatin bei der Bundeswehr, bin gerade zum Medizinstudium freigestellt. Ich bin 36 Jahre alt, ich wohne in Berlin und ich arbeite als Erzieherin in einer Kita. Bin jetzt 45 Jahre alt, bin inzwischen schon seit 10 Jahren bei der Berliner Polizei. Ich komme aus Jena, aus Thüringen, aus dem grünen Herzen Deutschlands sozusagen. Ich bin adoptiert, ich bin in Chile geboren und bin mit 3 Monaten in diese deutsche, bayerisch-jüdische Familie adoptiert worden. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine, aus Kiew und lebe hier schon seit fast 17 Jahren. Ich bin geboren in Ostdeutschland, in der DDR. Dann zwischendurch im Leben die normalen Stationen, die man so hat, also Bundeswehr, Abitur, dann letztendlich bei der Polizeiakademie Berlin gelandet. Also geboren bei Hamburg, in einer gemischten Ehe, in einer deutsch-ungarischen Ehe. Also ich bin das vierte Kind in einer Berliner jüdischen Nachkriegsfamilie, kann man so sagen. Mutter mit marokkanischer Hintergrund, Vater mit aus Ungarn und auch da geboren worden. Genau, meine Mutter ist Rabbinerin, mein Vater auch. Meine Eltern sind sogar beide evangelisch aufgewachsen und zum Judentum übergetreten später. Meine Eltern haben sich entschieden, 1951 nach Berlin zurückzukehren. Trotzdem meine Mutter immer noch mit der Hoffnung, dass vielleicht ihre Eltern ja doch sich haben verstecken können. Also mein Vater war 10 Jahre alt, als er nach Israel umgezogen ist. Das Leben in einem kleinen Dorf in Rumänien als Jude war nicht so angenehm oder schön, sage ich mal. Meine Mutter war schwanger mit mir im Bauch. Da gab es diese Katastrophe Ende April, also Tschernobyl-Katastrophe. Da hat mein Vater davon erfahren. Und da hat er gesagt, meine Mutter solle nach Chișinău, nach Moldawien fahren. Das ist viel weiter südlicher. Und ich bin dann in Moldawien geboren worden, in Chișinău.